Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe. Ja, und heute spannende Frage. Und zwar, wie will er denn diesen Verlust wieder reinholen? Und was es mit dieser Frage auf sich hat, darum geht es jetzt hier im Video. Also eins gleich vorweg, falls es hier im Hintergrund wieder etwas poltert, ne, dann ist das sowohl hinter mir als auch über mir, denn diese Woche haben ja bei uns die Bauarbeiten so richtig angefangen, das heißt die obere Etage wird weggerissen, da kommt jetzt eine neue oben drauf und Handwerker machen nun mal ein bisschen Krach, das gehört dazu, wo gehobelt wird, fallen Späne. So, jetzt zum eigentlichen Thema, wie will er denn diesen Verlust wieder reinholen? Und die Idee zu diesem Video habe ich bekommen über eine E-Mail. Und zwar, ihr wisst es ja, wer Kunde in unseres Börsendienstes ist, bekommt für jeden Trade, den wir machen, eine Ad-Hoc-Meldung. Das heißt also, wir verschicken dann per E-Mail oder auch per WhatsApp immer sofort in dem Moment, wenn wir einen Trade gemacht haben, schicken wir diesen Trade hinaus und sagen, okay, wir haben an der und der Stelle das gekauft, die Position so geschlossen und so weiter und so fort. Also wirklich, dass man das 1:1 nachvollziehen kann. Wir sind da ja transparent mit Kontoauszügen und so weiter und so fort. So, jetzt klingelt es ganz kurz, kurze Pause. So, und auf so eine Ad-Hoc-Nachricht habe ich kam eine Antwort. Und diese Antwort, als ich das gelesen habe, ich musste ein bisschen schmunzeln, wobei es derjenige, der die E-Mail geschickt hat, wahrscheinlich ganz anders gemeint hat, nämlich gar nicht so zum Schmunzeln. Ich lese euch mal vor, und zwar, es war ein Trade, da stand jetzt hier, interessant, wie er die 2000 Miese durch 30 Dollar Trades reinholen will, von meinem iPad gesendet. So, also, aus so einer E-Mail kann man wahnsinnig viel herauslesen. Das Erste, was man mal herauslesen kann, dass derjenige, der sowas schreibt, eine ganz schlechte Erziehung hat, eine ganz schlechte Kinderstube und keinen Anstand. Das ist der eine Punkt, ne? Weil ich finde, wenn wir jemanden etwas schicken und man antwortet drauf, dann sollte man sich doch zumindest mal Zeit nehmen und zu schreiben, dass man eine Anrede hat, dass man sagt, wie man heißt. Und das nicht einfach so reintippen und vor allen Dingen, wenn man mal ein bisschen nachtippt, wenn man das so in den freien Raum schreibt, also so quasi, wie will er denn? Und dann schreibt man das aber auf meine Infoadresse, dann erreicht man, glaube ich, nicht den man erreichen will. Also, das ist aber der eine Punkt. Was aber viel wichtiger ist, und darum soll es mir heute in dem Video gehen, das ist Folgendes. Und zwar, wir haben jetzt in unserem Konto, und zwar das Konto, wo wir ausschließlich mit Aktienoptionen handeln, haben wir Minus gemacht. Ne? Das ist ja ganz klar. Wenn die Aktienmärkte so nach unten gehen, wir hatten den größten, prozentual betrachtet, größten Anstieg der Volatilität ever, also aller Zeiten, über 100% an einem Tag. Und wir hatten eben einen extrem schnellen Einbruch der Märkte in ganz kurzer Zeit. Das hat es so gesehen auch noch nie gegeben oder seit 90 Jahren nicht gegeben. Und da ist es ganz normal, wenn du ein Short-Vega-Portfolio hast, also du verkaufst Volatilität, die knallst da oben, dass du Minus machst. So, das ist erstmal überhaupt nichts Schlimmes und das ist überhaupt nichts Dramatisches und die Verluste hielten sich auch, finde ich zumindest, wenn man bedenkt, wie lange wir das schon machen, was wir im Laufe der Jahre für Gewinne gemacht haben, sehr an Grenzen. Also wir liegen, 10-11% lagen wir in diesem Konto, was wir durchaus ein bisschen aggressiver führen, lagen wir vielleicht 10-12% im Minus. So, das ist Punkt Nummer 1. Der entscheidende Punkt ist jetzt aber der, und zwar, jetzt lese nochmal, ich formuliere es mal ein bisschen um, wie will man denn, wenn man 2000 Dollar Minus gemacht hat, das mit kleinen Trades wieder rausholen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, über den wir uns mal unterhalten müssen, warum es so viele Leute gibt an der Börse. Und ich gehe mal davon aus, derjenige, der das geschrieben hat, der ist genauso. Die erleiden einen Verlust an der Börse und dann tun die etwas, was letztendlich zu ihrem Bankrott führt. Und zwar Folgendes. Wenn du einen Verlust erlitten hast, was vollkommen normal ist, ne? Es gab so eine Markt-Sondersituation wie jetzt, oder du hast einen Fehler gemacht oder was auch immer, dann schalten ganz, ganz viele, die noch nicht so viel Erfahrung haben, bei denen schaltet es dann hier oben um und die sagen so, und jetzt muss ich das wieder rausholen und da kann ich doch nicht
mit kleinen Positionen handeln, sondern ich muss da jetzt riesengroße Positionen eingehen, um diesen Verlust wieder rauszuholen. Das heißt, machen wir einen einfachen Punkt. Du versuchst in jedem Trade, sagen wir mal, $50 oder $100, sagen wir $50 Gewinn zu machen. Jetzt machst du einen Trade und der bringt dir $500 Verlust. Warum auch immer. Okay, du hast einen Fehler gemacht, ist was passiert, egal, spielt keine Rolle. Jetzt hast du plötzlich $500 Verlust gemacht. Und jetzt sagen diejenigen, die genau diesen Denkfehler machen, wenn ich jetzt doch aber weiter mit $50 Trades mache, dann komme ich doch gar nicht, dann dauert das doch ewig, diese $500 rauszuholen. Also muss ich doch jetzt viel größere Trades machen. Ne? So, das heißt, die machen dann plötzlich $500 Trades und dann passiert das, was nach Murphy's Law immer passiert. Die verlieren die natürlich auch noch. Dann haben sie schon $1000 Minus, dann machen sie einen $1000 Trade, dann haben sie $2000 Minus und dann ist das Konto irgendwann weg. Okay, ihr wisst, wie ich das meine. Und das ist etwas, was man absolut verstehen muss, dass man durch einen Rückschlag, den man erleidet im Konto, dass man dann nicht anfangen darf, seine sämtlichen Regeln, die man aufgestellt hat, und in der Regel hat man ja auch Money-Management-Regeln, dass man die dann über den Haufen werfen muss. Ne? So nach dem Motto, ich habe jetzt den Verlust erlitten, scheiß jetzt aufs Money-Management, Entschuldigung, jetzt gehe ich hier Attacke, weil ich muss es ja mir zurückholen vom Markt. Das ist eine Geisteshaltung, die über kurz oder lang zum Komplettbankrott führt. Ne? Weil man eben damit einen Fehler, den man vielleicht begangen hat, sofort mit dem nächsten Fehler versucht zu bekämpfen. Und Fehler plus Fehler plus Fehler plus Fehler, auch wenn sie klein sind, addieren sich eben zur Katastrophe. Und deswegen ist das eben etwas, was viele falsch machen, weil sie es gar nicht verstehen und weil sie das Ganze, was hier passiert, nämlich Börsenhandel, persönlich nehmen. Ne? Also das heißt, die haben ein Konto, jetzt verlieren die Geld. Es spielt keine Rolle, ob es durch eigene Fehler ist oder durch das, was die Märkte einfach halt gemacht haben. Sie verlieren jetzt Geld und jetzt wird es persönlich und jetzt, und das sind gerade Männer, ne, die dann so sagen, so und jetzt zeige ich dir, Mr. Market, jetzt hole ich es dir wieder raus. Ne? Du willst mich besiegen, hi, wir werden schon mal sehen, wer hier die größeren Muskeln hat. Ne? Und da drehen dann viele komplett durch und machen absolut dummes Zeug. Und das ist zum Beispiel eben dann eine viel zu große Positionsgröße. Und natürlich denkt man im ersten Moment, wenn man so einen Verlust erlitten hat und man macht dann weiter wie vorher, nämlich kleinere Trades, ne, dass man dann plötzlich, oder dass es ja ewig dauert, um diesen Verlust rauszuholen. Aber darum geht es überhaupt nicht, ne? Sondern es geht darum, dass die meisten, die noch nicht viel Erfahrung haben, durch einen Verlust ohnehin emotional belastet sind. Und wenn sie jetzt eben noch hergehen und sagen, jetzt fange ich noch an in diese emotional belastete Situation, wo ich vielleicht eh nicht richtig entscheide, wo ich vielleicht mehr Fehler mache als in einer Phase, wo ich mich mental richtig gut fühle. Ne? Wenn du dann noch größere Positionen machst, dann ist die Katastrophe einfach vorprogrammiert. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wer langfristig in diesem Geschäft überleben will, wer langfristig Geld verdienen will, dass der eben nicht auf einen Fehler gleich mit dem nächsten Fehler antwortet, sondern da sagt, okay, mir ist ja ein Verlust entstanden und jetzt mache ich aber genauso weiter, als hätte ich diesen Verlust nicht gehabt. Weil stellt euch mal vor, ihr habt hier eine Kontokurve und jetzt geht es runter und bloß weil es jetzt runter geht, sagt er so, und jetzt ändere ich plötzlich meine Money-Management-Regeln. Okay, wenn man vorher zu große Positionen hatte und geht jetzt runter, das ist okay, ne? Wenn man sagt, okay, ich war vorher zu aggressiv in meinem Konto und jetzt gehe ich runter. Das ist absolut okay. Wenn man jetzt aber sagt, ich habe bislang zu kleines Risiko gehabt, jetzt ist dieser Verlust entstanden, jetzt muss ich viel größeres Risiko machen, um das rauszugehen. Das geht natürlich nicht. Ne? Und ganz ehrlich gesagt, so ein Verlust, ob es jetzt hier 2000 Euro waren oder nicht, ist übrigens auch, naja, es waren auch keine $30 Trades, sondern es waren $80 Trades, aber das spielt auch keine Rolle. Was machen denn $2000 Verlust aus? Wenn ich heute ein Geschäft betreibe, ne, und Börsenhandel ist ein Geschäft, und wenn ich dann heute mich durch $2000 Verlust in eine emotional so miese Lage bringe, dass ich solche Mails schreiben muss, dann bin ich eigentlich völlig falsch, dann bin ich völlig falsch im Börsenhandel.
Weil dann bin ich nicht rational, sondern bin ich emotional. Und emotional, wenn ich emotional an der Börse agiere, bin ich ein gefundenes Fressen für all diejenigen, die rational an der Börse agieren. Ne? Ein Verlust ist ein Verlust. Shit happens, was soll's? Was macht es denn für mich persönlich aus? Ich kann euch das an dem Beispiel vielleicht auch zeigen, dass dieses Konto habe ich vor Jahren angefangen, vor 3 Jahren, mit knapp 5.000 Euro. So, jetzt ist dieses Konto ist hochgegangen auf, ich glaube, 23.000 und ist dann irgendwie runtergefallen, vielleicht auf 21.000 oder 20.000, was weiß ich. Ne? Ziel für dieses Konto ist es, in 10 Jahren dieses Konto meinen Kindern zu geben. Das heißt, ich gehe davon aus, dass dieses Konto dann irgendwie vielleicht 200.000, 300.000 Euro groß sein wird. Ganz ehrlich, was macht es denn da aus, wenn ich jetzt 2.000 Euro verliere? Das macht überhaupt nichts aus. Das ist nicht schön, ne? Aber es spielt auch keine allzu große Rolle. Wisst ihr aber, was ausmachen würde, wenn ich jetzt zu diesen 2.000 Dollar Verlust durch völlig falsches Money Management, weil ich jetzt meine Emotionen reagieren lasse, plötzlich aus dem 2.000 Verlust 4.000, 8.000, 12.000 mache, dann zerschieße ich mir meine komplette Zukunft mit diesem Konto. Und zwar nicht, weil der Verlust dann eine Größenordnung annimmt, die schlimmer wäre, sondern weil ich dann einfach nicht mehr an mein System glauben kann. Wenn ich jetzt aber sage, hey, ich hole mir jetzt wieder die Erfolgserlebnisse rein, und die Erfolgserlebnisse, da geht es nicht darum, ob der Trade 30 Dollar groß ist oder 300 Dollar. Ein Trade, der ein Gewinner ist, ist immer ein Erfolgserlebnis. So. Und es geht darum jetzt nach so einer Phase, wo man emotional eben ein bisschen wackelig ist, dass man sagt, hier komm, ohne großes Risiko, ohne dass ich rumrutschen muss, gehe ich wieder in den Markt und ziehe einfach meinen Plan, meine Struktur, ziehe ich wieder durch. Aber da haben wir es schon wieder. Warum machen das die meisten nicht? Weil sie weder eine Struktur haben, weil sie weder einen Plan haben, sondern weil sie schnell reich werden wollen. So, und schnell reich werden, das funktioniert nun mal an der Börse, nur in den aller seltensten Fällen. Und wenn, dann ist es meist Glück. Und diejenigen, die so darauf aus sind, ne, jetzt hole ich mir es zurück, denen wird es eh nie gelingen. So, und deswegen bin ich immer sehr, sehr bestärkt durch solche E-Mails. Weil ich weiß, dass wir hier und dass die Masse der Leute, die mit uns gemeinsam handelt, dass die alles richtig machen. Dass sie sich eben nicht jetzt ins Boxhorn jagen lassen, dass die jetzt nicht durchdrehen, sondern dass die sagen, okay, jetzt habe ich eine Lehrstunde bekommen, ich habe etwas gelernt, ich bin in meinem Progress als oder meinem Prozess, besser gesagt, meinen Prozess als Händler vorangekommen, weil wir lernen doch nur aus Rückschlägen. Von einem Allzeithoch im Konto lernst du nichts. Das ist schön, da freut man sich, ich freue mich da auch, ne? Aber davon, da lernst du nichts. Wenn du ein Jahr lang 100 Trades hintereinander machst und kein einziges wird ein Verlierer, dann ist das ist schön fürs Ego. Für deinen Lerneffekt ist es total negativ. Warum? Weil du glaubst nämlich dann, du bist der Allergrößte. Wenn du dagegen ab und an mal alle paar Jahre vom Markt eine Watcher bekommst, ne, dann ist das Beste, was dir passieren kann, weil dann sagst du, hey, was ist denn jetzt los? Was muss ich denn jetzt ändern? Wie kann ich es denn jetzt anders machen? Ne? Habe ich vielleicht irgendwelche Dinge falsch gemacht? Habe ich irgendwas nicht beachtet? Was kann ich daraus lernen? Wie mache ich es beim nächsten Mal besser? Das heißt, das ist super so ein Rückschlag. Und wir sollten dankbar sein. Und jeder, der sagt, ja, jetzt habe ich da aber 2, 3, 5, 10.000 Euro verloren. Na und? Was spielt denn das für eine Rolle? Die meisten haben doch das Ziel, ein paar Hunderttausend, eine Million, ein paar Millionen an der Börse Gewinn zu machen. Und dann jammern sie rum, wenn sie 2.000 Euro Minus haben. Wie soll denn das funktionieren? Ne? Also ich habe jetzt in diesem Rückgang in einigen Konten Hunderttausende Euro Tagesverlust gehabt. So. Und was ist denn, das ist auf die Größe der Konten, aber auch nicht übermäßig proportional viel. Das war teilweise unter 5%. Ne? Und wenn ich aber schon bei 2.000 Euro so durchdrehe, wie geht mir das denn dann mal, wenn mein Konto größer ist, ich mal 20.000 verliere oder mal 200.000? Wie will ich denn das durchstehen? Das geht überhaupt nicht. Und deswegen ganz wichtige Lektion, die uns dieser kleine Einbruch, mal gucken, vielleicht ist er ja mittlerweile auch schon größer, wenn ihr das Video seht, die uns dieser kleine Einbruch gezeigt hat, dass wir eben uns strikt an Regeln halten müssen und dass wir keinesfalls unsere Regeln verletzen dürfen. Das ist das Allerwichtigste. So.
Das war heute mein Wort zum Samstag. Und deswegen an den Schreiber dieser E-Mail nochmal vielen Dank für die Anregung, dass wir darüber hier sprechen konnten. Und ich gehe mal davon aus, wenn die Emotionen verfliegen, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, sieht man auch, dass es vielleicht eine Reaktion ist, die nicht produktiv ist, die nicht, wie gesagt, mir tut das nicht weh, mir ist das wurscht. Ja, das kommt bei mir in den Ordner besondere E-Mails, das schaue ich mir immer mal an und dann weiß ich, dass ich nicht so viel falsch mache. Also mir tut das nicht weh, aber man tut sich selber damit weh. Ne? Man bringt sich selber in ein negatives Denkschema und wie gesagt, an der Börse wird mit dem hier oben gewonnen. Ne? Nicht mit dem Finger, der auf den Knopf drückt, sondern mit dem hier oben, dass man eine gesunde Einstellung, eine gewisse Demut zum Markt hat und eben nicht andere, das ist übrigens auch noch was man aus der Mail herauslesen kann, dass man andere für seinen Misserfolg verantwortlich macht, weil wenn man das macht, dann muss man auch ganz ehrlich sein, muss sagen, dann ist auch der andere, wer auch immer, der Markt oder wer auch immer, für meinen Erfolg verantwortlich. Ich bin aber lieber auf der Seite, ich möchte selber für meinen Erfolg verantwortlich sein. Das war es jetzt aber endgültig. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Euch alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.